Willkommen zu unserer FNs 23 My Team Karriere, natürlich wie immer mit Audi. In unserer bereits 16. Folge geht es heute, ja, nach Marina Bay, Singapur, zum wohl härtesten Stadt-Grand Prix im Kalender. Ich bin kein großer Fan von dieser Strecke, denn sie erfordert so viel Konzentration und so viel, ja, so Präzision, und die besitze ich halt einfach nicht. 5 Kilometer, 23 Kurven, auch eine mega kurvenreiche Strecke. Und ja, aber trotzdem 3DS-Zonen, das könnte ein bisschen spannend werden hier. Leider noch nicht die Änderungen im letzten Sektor, die würden das ganze Rennen natürlich ein bisschen spannender machen, ein bisschen interessanter machen und vor allem, ja, geiler machen. Aber jetzt geht's hier mal rein in unsere Qualifying-Runde. Wir fahren hier immer noch auf Schwierigkeit 94, aber man muss sagen, ich habe für dieses Video auch Schwierigkeit 90 runtergeswitcht. Ich bin im Training gefahren und war da wirklich meilenweit weg von selbst den Williams, und selbst mein Teamkollege war da eine halbe bis fast eine ganze Sekunde schneller. Und ja, das wollte ich ehrlich gesagt euch nicht antun. Deswegen haben wir hier mal auf 90 runtergedreht. Das ist aber wirklich nur hier, ja, ähnlich wie in Monte Carlo. Also da werde ich wirklich immer aufpassen, dass wir wirklich nur an den Strecken, wo ich richtig grottig bin, dass wir da auch runterdrehen. Es wäre aktuell der 14. Platz, 13.9. Aber es ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme. Wir müssen hier mal die ganze Runde absolvieren. Und hier kommen wir ganz nah zum Ohr. Das war eigentlich okay. Nur dieser Exit hier, die Kurve macht mir immer Sorgen. Ich weiß nicht genau, wie ich die anfahren soll. Jetzt habe ich es irgendwie ein bisschen geschafft, hier, ja, gut durchzukommen. Jetzt geht es hier in diesen, ja, über die Brücke drüber. Ich mag diesen Sektor eigentlich. Der ist sehr cool und ja auch unfassbar eng. Und die Kurve ist, glaube ich, mit Abstand die beste in der ganzen Strecke. Also von der ganzen Strecke. Jetzt geht es hier am Ende der Runde durch. Wir sind immer noch auf dem 12. Platz. Ich habe euch diesen Mickey Mouse Sektor erspart, den ich absolut gar nicht leiden kann, und jetzt geht's raus hier. Rechts lang ein bisschen neben die Strecke kommt. Gott sei Dank haben wir nur Regelmittel. Gucken wir uns die Stadt an. 20 Stundenkilometer. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Carlos Sainz von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Russell, Verstappen, Fernando Alonso, Norris, Perez, Ocon, Gasly, Albon, der Wissenschaftler, Bottas, Joe, Tsunoda, Magnussen, Stroll, Hülkenberg, Doohan, Oscar Piastri, De Vries und Logan Sargeant. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. De Vries und Sargeant, gerade über letzter Rennen, wurde in den aktuellen Jahrwochen leider viel diskutiert. Jetzt geht es aber hier mal in unser Rennen. Let's go. P12 geht es in unsere MyTeam-Karriere. Wir kommen besser weg als Gasly, wir kommen besser weg als Bottas. Besser als Esteban Ocon, mit Perez. Ja, wird's knapp. Und jetzt gehen wir zu dritt hier in Turn 1. Da gehe ich neben die Strecke und lasse dann auch Norris hier den Vortritt. Jetzt aber in Turn 3 kommen wir hier wieder ganz nah am Lando dran. Und ich glaube, das könnte die nächste dann besser für uns werden. Hier schneiden wir ein bisschen mehr den Körper. Und da geht es wieder nebeneinander mit Lando Norris. Das wird noch immer noch ganz knapp. Jetzt haben wir wieder eine bessere Kurve. Jetzt aber eher wieder mit der linken. Aber ich kann natürlich später bremsen. Gehe hier ganz, ganz volles Risiko. Und hier können wir dann an Lando außen vorbeigehen. Das war, würde ich mal sagen, gut. Also da kommen wir ehrlich gesagt sauberer durch, als ich mir das erwartet habe. Das wäre der 7. Platz, aber es wird natürlich eine mega harte Sache werden. Ich habe mich hier auch eher für die, ja, härtere Reifenmischung entschieden, weil es wirklich eine Strecke ist, die anspruchsvoll ist, weil es eine harte Strecke ist, und vor allem sehe ich auch in der Strecke eher eine Strecke, wo man, ja, die Reifen frisst. Also ähnlich wie Silverstone. Jetzt aber hier mal in dem Mittelsektor haben wir einiges an Boden verloren, können aber Alonso besser folgen, als ich mir das Ganze gedacht habe. Wir haben zwar schon das eine Sekundenfenster aufgerissen, aber trotzdem, ich würde sagen, wir kommen noch nach. Also wenn es dann komplett einbricht, dann sind das dann 4 bis 12 Sekunden, irgend sowas. Also die 1,1 hier, diesen Sektor, da weiß ich auch nicht genau. Ich habe zwar eher ein gutes Setup, was basic ist für Stadt-Grand Prix, aber ich muss sagen, gerade in diesen, ja, letzten Sektion, da verliere ich extrem viel. Also in diesen Untertribüne durch, dann wieder rechts, links und so, wisst ihr, diese rechte Winkelkurven, da verliere ich extrem viel Zeit. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, woran das liegt. Gucken wir uns hier mal den Start an. Denn
wir eigentlich unfassbar gut wie immer gemeistert haben. Also den Start, den beherrsche ich in dem Game. Traktionskontrolle im Mittel, muss ich sagen, ist kein Problem. Bin letztens auch mit Traktionskontrolle ausgestattet. Ist ein Ticken schwieriger, aber man muss trotzdem sagen, ist auch nicht jetzt so die Welt. Also es ist nicht so extrem hardcore. Hier gehen wir dann ja knapp an Paris vorbei. Und wir waren aber auch, wie wir neben der Strecke waren, schon an Paris vorbei. Hier dann nebeneinander mit Lando Norris. Da lasse ich hier noch genug Platz zum Atmen und ja, der Rest ist dann Geschichte. Lando klebt uns ordentlich dran. Wir sind jetzt hier in der dritten Runde und jetzt hat es schon ja, noch ein größeres Loch hier aufgerissen. Es haben sich zwar überall ein paar Lückchen getan, aber wir, glaube ich, führen hier wieder, naja, die Größe jetzt nicht ganz an, aber ja, die 3,5 Sekunden sind dann halt schon eine Hausnummer. Lando Norris darf den Heckflügel öffnen und das könnte unfassbar knapp werden. Hier aber noch nicht. Ich glaube aber, ja, ab Start und Ziel wird das, ja, Rennen entscheiden werden. 21 Runden ist auch wirklich viel für eine Strecke wie Marion Bay, wo eh eine Runde 1,40 dauert. Also ich muss echt sagen, die Rennen hier sind wirklich immer verdammt lang. Auch zum Angucken ist echt viel zu lang gefühlt. Und jetzt geht es hier wieder in diesen Mittelsektor rein. Dann ja, müssen wir halt einfach wirklich pushen. Ich muss halt irgendwie was machen. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich habe zuerst gedacht, auf Rot dann zu gehen, aber das wird unmöglich werden. Mein Reifenverschleiß auf diesem Auto ist einfach viel zu hoch. Wir verlieren da einfach zu viel Grip, gerade in den Anfangsphasen und am Schluss, ja, schaffe ich es gerade noch so irgendwie mit diesem Reifensatz dann irgendwie fertig zu werden. Und das ist mir auch in den letzten Rennen immer wieder aufgefallen. Japan war so ein Rennen, da waren wir waren ja nicht mal noch in Japan, ich Idiot. Aber ja, wie gesagt, ja, und hier drückt Lando schon mal rein und ja, er könnte natürlich schneller. Jetzt sind die Reifen nämlich richtig eingebrochen. Also 7 Runden und die Reifen sind eigentlich tot und das ist so ein bisschen das, was mich stört. Ich wollte schon bis zur 10., 11. Runde das Ganze rauszögern, aber wir haben jetzt schon 10 Sekunden auf Alonso und führen hier, na, ich würde nicht sagen, dass wir einen Zug anführen, aber ich würde schon sagen, dass die beiden hinter mir wesentlich schneller könnten als ich. Also das ist schon mal fix. Und ich denke mal, die können echt wirklich wesentlich schneller wie wir. Egal, ich meine, wir müssen halt einfach das Beste draus machen. Jetzt hat Norris ein bisschen abreißen lassen. Und ja, das macht, glaube ich, auch die Tür für Paris ein bisschen mehr auf. Das sind nur 2,5 Zehntel. Jetzt ist er wieder im BS-Fenster drin, aber es sind immer nur knapp eine halbe Sekunde hier zu Lando Norris. Ich hoffe natürlich auch ein bisschen, dass Paris und er ins Kämpfen kommen, aber ja, ich kann da auch mit meiner Pace einfach wirklich nicht dagegen arbeiten. Ich gehöre einfach nicht vorne her. Das Problem ist halt wirklich, dass ich in Qualifying meistens zu schnell bin für eigentlich da, wo ich hingehöre. Und dass wir dann im Rennen wirklich hardcore mit dieser Position kämpfen müssen. Auch wenn es natürlich schön ist, wenn man jedes Rennen nur Punkte fahren kann, ist es natürlich jetzt nicht so toll, dass ich irgendwie hier im Mittelfeld mit einem Mittelfeld-Endfeld-Auto irgendwie so um den fünften Platz fighten kann. Das ist traurig ein bisschen. Wir sind jetzt hier in der 10. Runde. Ich konnte tatsächlich meinen Stint bis Runde 10 rauszögern, was für mich echt eine Meisterleistung ist. Aber Norris greift hier richtig an. Er geht hier rechts hin vorbei und ich glaube, jetzt ist es gegessen. Norris vorbei, war ein toller Move. Ich wollte hier auch nicht mehr zu stark draufhalten. Ich meine, meine Reifen sind einfach tot. Wirklich, ich bin wirklich froh, dass ich das bis hierher geschafft habe. Die ersten waren schon in der Box drin und das wird auch nochmal ein riesen Fragezeichen werden. Schaffen wir es überhaupt vor denen, die unmittelbar auch hinter Paris und hinter Norris waren, in die Box? Ich glaube auch Checo war schon in der Box drin. Oder ist das so weit zurückgefallen? Das glaube ich nicht. Gucken wir uns nochmal ein paar Replays an. Hier in Runde Nummer 1. Das war dann das Back-to-Back-Überholmanöver gegen Lando Norris. Und dann hier endgültig dann... Ah nein, das war noch nicht das. Oh, das war knapp. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der da reinhält. Das war hart. Ja, das war sehr hart und sehr scharf. Trotzdem würde ich sagen, ja, gehen wir in die Box rein. 10 Runden mit diesem Satz. Es ist für mich ein persönlicher Bestwert, denn so viel dachte ich echt nicht. Und wir kommen rein mit Fahrern wie Leclerc, Magnussen, Russell, alle mit Gelb gestartet. Also wir haben diesmal echt durchgehalten. Im Gegensatz zu denen sind wir aber auf Weiß gegangen und eben nicht auf Rot. Also wir haben jetzt ja den wesentlich einfacheren Reifen. Wir sind hinter Pierre Gasly rausgekommen. Ich denke mal, Norris und auch Perez und so weiter sind natürlich jetzt uneinholbar. Trotzdem hoffe ich natürlich, Punkte zu holen. Und wir fliegen wirklich hinter Norris, hinter Stroll zurück. Ich weiß nicht genau, wo Stroll war. Und dann links kommt Norris.
Jo, das wird wieder knapp und der geht auf die roten Reifen. Das kann natürlich was werden. Wenn wir jetzt an ihm vorbeigehen, wird es trotzdem unmöglich werden, den zu halten. Da gehen wir ganz knapp an ihm vorbei. Und das ist Runde Nummer 15, Leute. Wir sind vor Pierre Gasly, weil Norris seine Reifen ja eingegangen sind. Da muss man echt sagen, die Strategie ist nicht aufgegangen. Der war nochmal in der Box drin und wir konnten hier wirklich mit den Weißen gut ufern. Aber es war mir irgendwie klar, ich meine, die sind am Anfang mit den gelben Reifen gerade mal 10 Runden gefahren und wollten dann 11 Runden mit dem roten fahren. Diese Strategie ist so, selbst für mich zu weird, auch wenn die Reifen besser sind im neuen Formel 1. Aber ja, die Lebensdauer ist auch nicht unendlich für rote Reifen. Jetzt sind wir aber hier in einer sehr prekären Situation. Wir sind auf den 10. Platz unterwegs. Könnten noch Stroll, eventuell auch Bottas einholen. Dazu müsste ich natürlich meine Pace ein bisschen steigern. Aber am Ende hin, glaube ich, haben wir immer noch die besten Reifen. Also jetzt Gartley haben wir eine 2,5 Sekunden Vorsprung. Wir haben hier eine echt gute Situation. Sind jetzt hier nicht allzu weit weg vom Vordermann. Und haben ein gutes Polster zum Hintermann. Jetzt heißt natürlich ein bisschen das Tempo anheben, weil ich will da jetzt wirklich auch an Stroll und eventuell an Bottas vorbei. Das sind gerade diese Autos, oder halt Stroll ist der Fahrer, gegen den ich kämpfe, und Bottas, glaube ich, auch so ein bisschen in der Konstrukteurswärme sehe ich mich so mit meinem Team. Oh mein Gott, war das knapp hier. Ja, ich pushe wirklich bis zum Limit und ich will da jetzt auch vorbei, weil das muss jetzt sein. Ich freue mich, dass wir auch ein bisschen hier aufholen können. Und wie gesagt, ich glaube, die Alphas sind so im Leistungsverhältnis ziemlich ähnlich zu unseren Autos. Also Alpha Audi passt doch irgendwie. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Runde 18 sind wir hier an Lance Strollmann dran. Das ist meine absolute Lieblingsgruppe. Da kommen wir auch ein bisschen besser raus. DRS on, DRS on, Windschatten on. Und wagen wir den Move, den ganz späten. Und tatsächlich, ich wage ihn hier. Auch wenn der sehr knapp und hart war, sind wir hier jetzt auf dem 9. Platz. Das sind 2 Punkte. Wir haben also unsere Punkte verdoppelt. Trotzdem, wird spannend. Verdoppeln wir nochmal die Punkte, indem wir Valtteri Bottas überholen. Da bin ich mir sehr unsicher. Jetzt aber mal, jetzt kommen wir auch gut hier mit. Also wirklich, die Reifen dürften wirklich besser gehen als die gelben. Ich weiß ja auch aus Erfahrung, wann waren wir drin? Wir waren circa mit Mainstream-Leuten in Runde 10, 11, 10 mal wir, glaube ich, drin. Und ja, jetzt sind halt auch schon so ein bisschen die Reifen von den Gegnern, gerade die mit den gelben, so am Ende ihrer Lebenszeit. Das muss ich halt einfach sagen. Die Reifen sind einfach am Ende ihrer Lebensdauer. Und jetzt wird es dann halt auch immer schwieriger, mit diesen Reifen noch brauchbare Zeiten zu fahren. Jetzt sind wir aber auch ganz nah am Bottas dran. Die RS Open, 20. Runde, Leute. Wir arbeiten uns hier ganz knapp an Valtteri Bottas dran. Ocon, glaube ich, ist eher unerholbar. Die Alpine generell, ich glaube, streckenspezifisch, aber sind die Alpine trotzdem immer besser. Jetzt, ja, pushe ich mich hier bis zum Maximum und drüber hinaus. Das darf nicht oft passieren, denn so ein Fehler kann, ja, sehr schnell dazu führen, dass man aus dem DRS-Fenster raus. Und man sieht es auch hier, Bottas ist jetzt nicht gerade extrem schnell unterwegs, weil im Rückspiegel sehe ich immer wieder Lance Stroll, der ganz, ganz nah kommt. Und jetzt geht es in den letzten, also in diesen mittleren End, ja, keine Ahnung, erst in diesen engen Sektor, so wollte ich sagen. Und jetzt gehen wir hier ganz, ganz nah an Bottas dran. Da geht aber noch nichts. Dann fahren wir mal eine andere Linie. Ich finde es auch cool, wenn man neben die Strecke kommt, dass man da direkt diesen Pickup aussammelt. Da kam jetzt Valtteri ein bisschen besser raus. Trotzdem, natürlich, wir immer noch in Angriffslaune. Ich will hier an Bottas vorbei. Diese 4 Punkte gehören mir, Valtteri. Ich mag ihn zwar sehr, aber ja, ich kann jetzt auch nicht ihn da Sympathie gewinnen lassen. Nächster Versuch, nächstes Mal hier, dann nehmen wir den Körper ein bisschen härter. Jetzt geht's hier über die Brücke drüber und da gehen wir ganz spät an die Bremse. Bottas rechnet nicht. Oh mein Gott, Leute, das hat wirklich gelangt. Ich pack's nicht mehr, wirklich. Das hat gereicht hier rein. Lewis Hamilton ist im Ziel und wir, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier, da, das Auto ist echt toll. Ich freue mich. Mit jedem Upgrade, ich merke, dass das Auto mit jedem Upgrade besser und stärker wird. Es muss, oh mein Gott, war das knapp hier mit der Mauer. Aber ja, ich habe mich da wirklich zum Maximum rauf gepusht und ich freue mich da echt. Das ist ein, ja, echt tolles Endergebnis. Hier dann Runde 17, da waren wir schon ganz knapp an Stroll dran. Ich glaube aber nicht, dass das Stroll-Manöver hier in der Replay drin ist.
und dann ja auch hier wieder Runde 17. Und das war echt gut. Also die Reifenentscheidung war das erste Mal, dass wir auf diese konservativen, harten Reifen gegangen sind. War das erste Mal, hat sich als richtige Entscheidung rausgepuppt. Also da kann ich wirklich nichts sagen. Und das stupsen wir schon mal an Lance Stroll an. Ich habe auch gedacht, dass ich da vielleicht reinhalten kann, aber das ging halt einfach nicht. Hier geht es dann noch einmal durch die letzte Kurve durch, Leute. Und dann ist es das gewesen. Es ist der 8. Platz. Wir nehmen die 4 Punkte dankend mit. Und ich freue mich extrem. Es fühlt sich wirklich an wie ein Sieg. Wir haben Lando Norris hinter uns gelassen. Wir haben mit einem epischen Endfeld auch Lance Stroll und Valtteri Bottas hinten gelassen. Gucken wir uns mal an, wer so am Podium gelandet ist. Das wird noch eine weite und harte Tour auf jeden Fall werden. Stroll ist trotzdem Fahrer des Tages geworden. Glückwunsch an dem. Mercedes hat also gewonnen. Was für ein tolles Rennen. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Zwei Ferrari am Podium, das sieht man auch nicht so oft. Und meine schnellste Rennrunde war einfach mal 3 Sekunden langsamer. Das ist wirklich eine Ausnahme. Aber man muss auch sagen, ich war immer im Getummel. Ich war immer im Verkehr. Also ich habe da auch nie freie Fahrt so richtig gehabt. Trotzdem ist 3 Sekunden eine Ausnahme. Auch wenn ich gucke, der Teamkollege war sogar ein paar Zehntel, so 5, 6 Zehntel, war der sogar schneller als ich. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Ich würde sagen, Endposition zählt auf jeden Fall vor schnellster Rennrunde. Ja, und wir sind hier auf einem unfassbar guten 8. Platz. Piastri leider noch punktelos bei Audi, aber trotzdem, ich meine 90 Punkte, wir können hier immer noch theoretisch den 7. Platz in der Weltmeisterschaft gegen Fernando Alonso holen und auch die Konstrukteurs-WM. Da ist noch nichts gegessen gegen Alpine, gegen McLaren. Das wird noch ein hartes Duell werden, auch vorne hin, glaube ich, ist auch noch nicht alles gegessen. Die Red Bulls kämpfen da ganz, ganz nah mit dem Mercedes, aber auch die Ferrari natürlich mit dem Doppelsieg heute. Die haben da einiges noch drinnen, 5,9 Millionen. Das Cash läuft auf jeden Fall. Ich fahre auch immer wieder diese Events, wo man driften und so, Autocross und so, wo man da die 100.000 verdienen kann. Und da muss ich auch sagen, das mache ich wirklich, um jeden Cent hier ins Team reinzubringen, auch wenn 100.000 jetzt nicht viel klingt. Aber wenn ich wirklich meine Ziele nicht erreiche, sind 100.000 das, was ich da maximal irgendwie bekomme. Sponsoren müssen wir erneuern und da müssen wir jetzt auch wirklich diesmal strategisch ein bisschen mit Hirn vorgehen. Ich will jetzt auch nicht mehr so eins, wo man, keine Ahnung, 5 Punkte holen muss oder 3 Punkte holen muss oder so, wie es war. Das war einfach eine dumme Entscheidung. Ich kann nicht immer davon ausgehen, dass ich 3 Punkte schaffe. Und Leute, für alle, die mich kennen, wir machen am Ende jedes Videos ein Wort, das ihr in die Kommentare schreibt, um zu gucken, ob ihr wirklich bis zum Schluss dran geblieben seid. Das heutige Wort ist, McLaren, Doppelsieg, was das zu bedeuten hat, ich weiß nicht, aber, einfach nur McLaren, Doppelsieg. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst doch unbedingt gerne ein Däumchen runter, falls euch meine Videos gefallen und schaut auch gerne auf jetzt-tobi auf TikTok vorbei, macht die 13k voll und auch gerne auf Instagram. Bis morgen oder später.